Die Ampel hat sich geeinigt. Halleluja. Das Gebäudeenergiegesetz ist in letzter Minute noch so sehr verwässert worden, dass es heute tatsächlich in den Bundestag konnte. Es war wirklich haarscharf. Fast wäre die Koalition zerbrochen. Wieder mal. Seit diese Regierung gestartet ist, gab es nur Streit. Es gab Streit um die Corona-Regeln, dann um den Tankrabatt, dann Streit um das 9-Euro-Ticket, dann um die Gasumlage, dann um die Strompreisbremse, Streit ums Tempolimit, Streit um die schwarze Null, um die Kindergrundsicherung, dann Streit um die Laufzeit der Atomkraftwerke, jetzt um die Heizungen. Ein Therapeut würde wohl die Trennung empfehlen. Sagen jetzt, einigen Sie sich vielleicht einfach noch, wer den Hund und wer die Wärmepumpe behalten darf. Und dann ist auch gut. Aber es geht ja nicht, denn was soll nach der Ampel kommen? Es gibt ja praktisch keine politische Konstellation mehr, die wir noch nicht ausprobiert haben. Wir hatten Schwarz-Gelb und wir hatten Rot-Grün und wir hatten Rot-Gelb und wir hatten lange Schwarz-Rot. Es gibt jetzt noch genau 4 Möglichkeiten, wenn Sie mich fragen. Jamaika, 5-Parteien-Koalition, um eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern, Minderheitsregierung oder Pistorius macht einen Militärputsch. Das macht alles nicht so richtig Hoffnung, muss ich sagen. Also muss die Ampel funktionieren. Aber vor allem Grüne und FDP liegen ja im Dauerclinch miteinander. Und der Kanzler greift immer erst ein, wenn es gar nicht mehr anders geht. So war es jetzt auch beim Heizungsstreit wieder. Die Regierung fährt an die Wand und Olaf Scholz schaut zu. Manchmal denke ich, man müsse ihn anzeigen. Wegen Gaffens am Unfallort. Wie sieht nun der aktuelle Kompromiss beim Gebäudeenergiegesetz aus? In Bestandsgebäuden muss erstmal gar nichts passieren. Bis 2028 überhaupt nichts. Bis dahin soll dann eine kommunale Wärmeplanung so weit fortgeschritten sein, dass Hausbesitzer sich überlegen können, gibt es da ein Fernwärmenetz, an das ich mich anschließen kann, oder brauche ich doch eine Wärmepumpe? Auch Pelletheizungen gelten als klimafreundlich und in vielen Fällen darf auch eine neue Gasheizung eingebaut werden, wenn sie Wasserstoff-ready ist. Auch wenn damit noch nicht so viel gesagt ist, wenn eine Heizung Wasserstoff-ready ist, das heißt ja nur, sie ist eben Wasserstoff-ready. Zum Vergleich, ich bin Leistungssport-ready, aber ich hab de facto. Ne? De facto nie was anderes bekommen als eine Siegerurkunde, wenn's hochkam. Also Wasserstoff-ready heißt nicht, dass in den nächsten Jahrzehnten wirklich grüner Wasserstoff ins Gasnetz eingespeist wird. Wir sind uns einig, das bisherige Heizungsgesetz hatte schwere handwerkliche Fehler, ganz klar. Aber eins ist ja wohl auch klar, wir müssen die Pariser Klimaziele erreichen. Das ist keine crazy Idee von ein paar durchgeknallten Spinnern. Das ist ein bindender politischer Beschluss. Das ist etwas, worum sich die Parteien kümmern müssen. Das sagt auch das Bundesverfassungsgericht. Das heißt, der CO2-Ausstoß in Deutschland, der muss deutlich verringert werden. Das ist keine Option. Es muss. Energiewirtschaft und Industrie emittieren am meisten CO2. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen dann Verkehr und Gebäude. Also ist es sinnvoll, da anzusetzen. Im Verkehr wurde die Reduktion im Prinzip aufgegeben, weil Volker Wissing von der FDP dazu nicht in der Lage ist. Er kriegt es nicht hin. Klein Volker kann das Klassenziel nicht erreichen. Deshalb wird er geschont und darf noch eine Weile auf der Clipschule extra Runden mit dem Verbrenner drehen. Jetzt müssen die Erwachsenen für ihn die Kastanien aus dem Feuer holen. Das heißt, bei den Gebäuden muss was passieren. Es klappt alles nur, wenn perspektivisch in 30 Jahren CO2-frei geheizt wird in Deutschland. Das heißt, bestehende Heizungen müssten ersetzt werden. Das ist doch logisch. Die Wärmepumpe ist nicht optimal. Es gibt aber im Moment nichts Besseres. Also muss man doch das nehmen, was man hat. Das wäre so ein Satz für einen Kanzler. Schade, dass wir keinen haben. Aber vielleicht werden die Probleme ja auch irgendwann wieder kleiner. Dann sind die Kipppunkte alle erreicht. Wir landen dann bei einer Erderwärmung von 3 Grad. Und wenn die Polkappen erst geschmolzen sind, brauchen wir auch keine Wärmepumpen mehr. Vielleicht ist die Natur auch selber schuld, dass sie so wahnsinnig empfindlich ist. Muss man schon sagen. Ja, Natur ist sehr empfindlich, auch so gar nicht technologieoffen. Die Natur, wirklich, also überempfindlich, möchte ich fast schon sagen. Dann muss sie eben weichen, die Natur. Es gibt auch andere Lösungen. Hitze, zu wenig Regen und trockene Böden. Überall Brandgefahr auf den Wiesen und in den Wäldern. Muss das sein? Nein! Beton ist die Lösung. Ja! Beton drüber und schon ist die Gefahr gebannt. Denn Beton brennt nicht. So einfach ist das.
Einfach im Sommer die Kippe aus dem Fenster schnippen. Überall hin. Beton ist Freiheit. Nervt mal wieder die Natur. Dämliche Schafe. Ständig Rücksicht nehmen auf Froschwanderung oder Wildwechsel. Zum Kotzen. Auch hier hilft Beton. Einfach schön Beton auf die Natur kippen und schon ist Ruhe im Karton. Endlich, ungestört in der Natur schlafen, auf Beton. Sie haben schon einen Schottergarten und trotzdem noch Stress mit blöden Bienen? Kein Problem, einfach platt betonieren, glatt wie ein Kinderpopo. Toll! Wenn alle das machen, kann man auf dem Beton mit Rollerblades von Recklinghausen bis Madrid fahren. Genial. Du bist reich und hast ein schlechtes Gewissen wegen deines CO2-Fußabdrucks? Weil du immer mit deiner Superjacht und den drei Privatjets durch die Gegend bretterst? Nimm Beton! Schreib deine Gefühle auf ein Stück Papier und versenk es mit Beton in einer Baugrube. Nie mehr Skrupel, nur noch Bleifuß. Nanu, der für die Betonherstellung benötigte Sand wird knapp? Und außerdem verursacht die Betonherstellung massenhaft CO2, was uns in die Klimakatastrophe treibt? Die Lösung für das Problem ist Beton! Denn wenn die Eisbären jammern, weil ihre Eisberge schmelzen, kriegen sie eine schöne Eisscholle aus Beton! Gleich mit eingebauter Halfpipe für die Crazy Bärchen. Oh Mann, die Eisbären haben so ein Glück! Das Leben ist so schön einfach mit Beton. Beton! Für eine solide Zukunft. Hallo? Ja? Würden Sie mich mitnehmen zur ARD-Mediathek? Da gehen wir jetzt mit extra dahin. Von YouTube zur Mediathek. Klar kann ich den Weg. Einfach hier klicken. Nee, sorry, hier. Meine Orientierung ist leider so mies wie diese Endcard. Schnell weg.